Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute zeige ich euch die Top 2 Beinübungen von mir. Ist natürlich immer so eine Sache mit den Top-Übungen. Grundsätzlich muss ich euch dazu sagen, hier spricht einmal der Trainerteil, der objektive Teil und natürlich auch der individuelle Teil. Das sind auch die Top-Übungen für mich. Aber ich stelle euch jetzt nicht so Individuelles vor, was nur bei mir funktioniert, sondern auch was natürlich nach bestem Wissen und Gewissen von dem Trainer Gotti unterzeichnet werden kann. Weil der weiß, ja, laut EMG-Tests und laut Erfahrungsberichte und laut Physiologie funktioniert diese Übung auch wirklich gut und steuert den Muskel an. Also, um das einmal vorweg zu sagen, das hier sind meine Top 2 Beinübungen, die ihr benutzen könnt für die kompletten Beine. Bei dem ersten stehe ich direkt davor, die Hackenschmidt-Kniebeuge. Es gibt ein anderes Video, in dem ich schon sage, warum ich keine echten Kniebeugen mag und das auch aus objektiver Sicht nicht mag. Auch das ist wieder kein rein individuelles Video, wo ich einfach nur sage, ich persönlich finde die doof, sondern wo es auch wirklich Gründe gibt, warum Bodybuilder vielleicht von der Kniebeuge absehen sollten. Das seht ihr da oben das Video, schaut es euch gerne mal an. Der Hackenschmidt-Kniebeuge ist da allerdings eine Ausnahme. Die mag ich sehr gerne und da kommt es natürlich immer drauf an. Es gibt ganz viele Unterschiede. Das hier ist jetzt eine Trainingsserie von Gym 80 und diese Hackenschmidt-Kniebeuge-Maschine hat es wirklich in sich. Die ist echt toll. Was an der Hackenschmidt-Kniebeuge wirklich gut ist, im Gegensatz zu normalen Kniebeugen, ihr habt nicht so ein starkes Gewicht irgendwo auf den Rücken lastend. Das bedeutet, wenn ihr da eine Langhantel habt und wenn die noch nach hinten fällt oder so, das passiert hier einfach nicht, weil das hier alles in Schienen drin ist. Ihr habt ein Rückenpolster, wo ihr euch einfach reinlehnen könnt. Ihr habt generell auch hier oben die Polster und damit verteilt sich das schon mal wesentlich besser. Außerdem ist eure Wirbelsäule geschützt, weil ihr hinten anliegt. Und das ist ein ganz wichtiger Teil bei den Kniebeugen. Da ist nämlich eure Wirbelsäule nicht geschützt und das ist das, der Teil, der am empfindlichsten dann anschließend ist für die Verletzungen. Denn wenn ihr oben richtig viel Gewicht geladen habt, 100 Kilo, 150, vielleicht sogar 200 Kilo für die Kniebeuge und dann die Wirbelsäule das Ganze aushalten muss und transportieren muss, wenn die irgendwo durchknackst, wenn ihr irgendwo unten abklappt oder so, dann habt ihr das Problem. Und das wollen wir nicht. Und deswegen hier, das ist das Wichtigste bei der Maschine, ihr habt die Wirbelsäule hinten dran und sie ist eingebettet und geschützt. Und bei der Hackenschmidt-Kniebeuge könnt ihr jetzt natürlich auch die Fußstellung ändern. Das heißt, was wirklich hierbei gut ist, ihr müsst nicht mehr das Ganze ausbalancieren. Und dadurch könnt ihr euch viel besser auf den Zielmuskel, nämlich auf die Oberschenkel, auf die Beine konzentrieren. So, gegengelehnt könnte ich schon gar nicht stehen bei einer normalen Kniebeuge. Da muss ich das natürlich so auspendeln, dass ich weder nach hinten kippe noch nach vorne. Hier kann ich einfach gucken, was ist für mich die beste Stellung, dass ich runtergehe, eine gute Übersetzung habe, nicht abklappe, was hier auch weniger geschehen kann und das Ganze dann kontrolliert nach oben führe. Und trotzdem ist es eine Übung mit relativ viel Gewicht und die geht ordentlich auf die Oberschenkel. Deswegen mag ich die Hackenschmidt-Kniebeuge lieber als alles andere, auch lieber als die Beinpresse. Denn bei der Beinpresse haben wir einfach zwar eine ähnliche Bewegung, aber weil der Oberkörper in einem anderen Verhältnis meistens zum Unterkörper steht, meistens sitzen wir dann und drücken das weg und dadurch hat man auch auf einmal hier eine gewisse andere Dehnung drin, mag ich diese eigentlich nicht so viel. Meistens benutzt man auch viel mehr Gewicht, was man aber gar nicht unbedingt braucht. Hier ist das Gewicht sehr direkt, das heißt, es geht einfach von oben runter und das, was ihr hinten drauf ladet, ist auch das, was ihr eigentlich bewältigt und es wird nicht über Hebelapparate nochmal anders. Bei einer Beinpresse sind es dann oft 300 Kilo, die da drauf müssen. Das ist auch ganz schön ermüdend und erschöpfend, damit ihr irgendwie tatsächlich nur 120, 150 Kilo bewegt. Nun ja, das ist eine von den Übungen. Jetzt zeige ich euch die zweite Übung. Meine absolute zweite Top-Übung für die Beine sind Ausfallschritte bzw. aber auch einbeinige Kniebeuge, die Bulgarian-Kniebeuge. Diese sind mit sehr wenig Gewicht unheimlich intensiv und vor allem für den hinteren Teil, gerade bei mir, für den Hintern und für den Beinbizeps eine absolute Killerübung. Die kann man gut bei so etwas machen, was ich hier habe. Das heißt, ein Bein kommt nach hinten, am besten irgendwo aufstellen und dann nur mit dem anderen geht es nach vorne. Wenn ihr das hier irgendwo oben habt, dann ist das wie eine einbeinige Kniebeuge. Und bei so einer Maschine habt ihr auch noch das Positive, dass ihr nicht unbedingt das Ganze ausbalancieren müsst und umkippen könnt. Normalerweise könnt ihr das auch zu Hause machen. Ihr legt irgendwo ein Bein hoch, geht weit genug nach vorne und dann hier mit hoch.
Das sind einbeinige Kniebeuge, Bulgarian Kniebeugen, und die sind ähnlich wie Ausfallschritte. Bei Ausfallschritten macht ihr das Ganze eben nur, indem ihr über den vorderen Bein geht und dann den Parkplatz runter marschiert. Weil es nur unilateral ist, das heißt einbeinig, könnt ihr mit viel weniger Gewicht viel mehr erreichen. Aufpassen müsst ihr hier, dass ihr wirklich gut warm seid. Gerade Leute, die Knieprobleme haben und das dann ausbalancieren müssen und direkt mit einem gewissen Gewicht anfangen und hier vorne runter müssen, ihr seht, es wird ganz schön wackelig. Die könnten Probleme damit bekommen. Wenn ihr euch aufwärmt, sollte das aber nicht passieren. Gerade wenn ihr den Quadrizeps aufwärmt mit Beinstrecken, Beinbeugen, der schützt eure Kniescheibe. Dafür ist er nämlich hier so zweigeteilt und schützt die ganz gut. Wenn der aufgepumpt ist, könnt ihr schon nur noch wenig falsch machen. Und dann könnt ihr ganz schön reinlangen. Wenn ihr auch nur 10 Kilo pro Seite nehmt, dann wird das schon eine ganze Menge bringen. Wenn ihr die Bulgarien-Kniebeugen auch irgendwo macht, wo ihr euch dann festhalten könnt, dann nach hinten, und dann nur eine Hantel an der Seite habt, das bringt auch eine ganze Menge. Also, ihr seht, es gibt viele Variationen. Guckt, wie ihr das am besten macht, wie weit ihr runter geht oder wie weit ihr nach vorne geht mit dem Bein, und dann werdet ihr schon euren perfekten Winkel finden. Das sind meine absoluten Top-Übungen für die Beine. 2/3, wenn man noch die Ausfallschritte dazu zählen möchte. Und die kann ich nur jedem empfehlen. Was eigentlich dazu gehört, ist so etwas wie die Isolationsübungen. Beinstrecken, Beinbeugen. Aber wenn ich es auf 2 Übungen beschränken müsste, die kompletten Beine trainieren, vorne wie hinten, dann sind das die beiden. Ansonsten sind Beinstrecken natürlich echt geil an der Maschine und machen Spaß, aber sind eben nur vorne drauf. So, hat euch das gefallen? Hat euch das irgendetwas gebracht? Lasst mir in die Kommentare, was eure Lieblingsbeinübungen sind und ob ihr Kniebeuge lieber mögt oder diese Varianten schon mal probiert habt. Und ansonsten abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.